Woher kommen Sie gerade? Ich komme gerade aus dem Büro. Wir hatten eine Teambesprechung. Und das ist jetzt immer am Anfang einer Sitzungswoche, dass man einmal ganz kurz die Woche durchgeht, damit ich weiß, was ist, aber auch, was die noch vorbereiten dürfen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also nochmal sammeln, bevor dann der übliche Wahnsinn kommt. Weil in der Sitzungswoche als solches ist tatsächlich so, dass die Mitarbeiter einen selten zu Gesicht bekommen. Das ist dann wirklich eine Glückssache. Gibt es Termine, auf die Sie sich besonders freuen? Ja, also ich mag die Arbeitsgruppen, also Arbeitsgruppe Familie zum Beispiel, oder neuerdings bin ich auch im Haushaltsausschuss, also auch Arbeitsgruppe Haushalt, weil wir da einfach nochmal wirklich Themen diskutieren, die ansonsten so in der Öffentlichkeit nicht so intensiv diskutiert werden und ein Meinungsbild zu bekommen. Und das macht wirklich Spaß, weil das mit Fachpolitikern über eine Sache diskutieren, auf einer Sachebene eben, und nicht dieses Emotionale, ja, weil wenn in eine Debatte was Emotionales kommt, dann ist es schwierig, sie wieder einzufangen. Okay. Sind das dann die Termine, die Sie weniger mögen, wenn es emotional zur Sache geht? Oder nein. Was sind so dagegen Termine, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind oder langweilig? Also, was heißt eher langweilig? Zum Beispiel Ausschusssitzungen als solches. Mhm. Also der Haushaltsausschuss oder auch der Familienausschuss oder auch der Ausschuss bürgerschaftliches Engagement, in dem ich hier auch bin. Das sind Ausschüsse, die grundsätzlich wichtig sind, aber es gibt einfach auch Protagonisten oder auch Kolleginnen und Kollegen, die sind sehr langatmig. Oder sie sagen das, was 10 Redner vorher auch schon gesagt haben in Ausschusssitzungen. Okay. Und das ist so etwas, das ist nicht so mein Ding, wirklich. So, was jetzt nur wir sehen, ist, dass die Standard 400 Meter gesperrt sind. Und ich glaube, das sieht jetzt nicht so aus, als ob wir hier durchkommen. Wollen wir einfach hier lang schlendern? Ja, genau. Sehr spontan. Dass wir sind so flexibel, kurz vor Ende des Marathons, ist auch egal, wenn man die Route ein bisschen ändert. Ja. Wie bewerten Sie die zurückliegenden Monate dieser Legislaturperiode? Kleines Mini-Zwischenfazit, wenn man das schon machen kann. Boah, mit Höhen und Tiefen, muss ich sagen. Und historischen Momenten, da hätte ich nicht gedacht, dass ich die miterleben darf. Mhm. Hätten Sie lieber darauf verzichtet? Ja. Oder war es trotzdem auch lehrreich? Natürlich ist es lehrreich, weil jedes Ereignis hat eben auch Konsequenzen, und aus diesen Konsequenzen kann man Erfahrungen ziehen und auch etwas lernen und es dann auch in die Zukunft mit einbauen und die zukünftigen Entscheidungen. Was anstrengend ist oder was mich echt nervt, ist, dass wir viel Zeit verloren haben aufgrund der ganzen Sondierungen der Jamaika-Koalition oder Gruppen, dann dieser Abbruch von Herrn Lindner damals und dann unseren ganzen Marathon, den wir ja hatten, in dem Sinne Entscheidungsmarathon. Auch, ja. Und dadurch haben wir viel Zeit verloren, um uns wirklich um die Dinge zu kümmern, die wichtig sind. Waren Sie für oder gegen die GroKo? Dagegen. Obwohl Sie ja schon in der letzten Legislaturperiode, oder nicht obwohl, sondern gerade weil Sie schon die Erfahrung dann hatten? Ja. Also nehmen wir ein Beispiel im Engagementbereich. Ja. Wir haben in der letzten Legislatur extrem stark für eine Engagementstiftung gekämpft. Mhm. Und die Union war einfach nicht davon zu überzeugen, dass eben eine Engagementstiftung wichtig ist für die Zivilgesellschaft, für Engagierte vor Ort, die ja wirklich alles freiwillig und unentgeltlich machen. Jetzt haben wir das im Koalitionsvertrag verankert, das ist gut so, aber wie weit kann eine Union von ihrer Entscheidung abweichen, die sie in der letzten Legislatur ja definitiv dagegen war, und ich glaube, sie wird das auch dieses Mal sein. Und diese Erfahrung, da gibt es viele einzelne andere Punkte, und wo ich sage, das geht mit der Union nicht. Mhm. Kann man es trotzdem, oder konnten Sie es abschütteln und sagen, ich blicke jetzt nach vorne, jetzt haben wir wieder die GroKo und da muss ich ran? Ja, natürlich. Oder schwingt das noch länger nach? Nein, dann das kann, so? Nee, das darf auch nicht. Also ich finde, es ist eine Entscheidung gefällt und es ist eine demokratische Entscheidung. Mhm. Der eine ist dafür gewesen, der andere aus den unterschiedlichsten Gründen dagegen. Okay. So. Und dann ist die Entscheidung gefällt und dann macht man das, was man jetzt vorhat, versucht man umzusetzen. Mhm. Und dann ist es völlig egal, wie ich vorher darüber gedacht habe. Jetzt heißt es, die Dinge, die im Koalitionsvertrag sind, umzusetzen. Mhm. Und zwar so gut es geht und so schnell wie möglich. Mhm. Da habe ich auch noch eine Frage, aber erstmal wieder Blick zurück. Sie sind ja schon seit der letzten Legislaturperiode im Bundestag. Was war so in den ersten Tagen und Wochen an Besonderem, was Ihnen aufgefallen ist, womit Sie so nicht gerechnet hätten? Ehrlich, ja. Sie antworten. Als ich in den Bundestag 2013 eingezogen bin, musste ich mir ein Faxgerät anschaffen. Um kommunikationsfähig zu sein. Kommunikationsfähig mit der Verwaltung im Bundestag. Und das war etwas, wo ich dachte,
ich komme in eine moderne Gesellschaft, ich bin groß geworden, ich kenne Faxgerät noch gerade so und jetzt komme ich in diesem Bundestag, muss ein Faxgerät anschaffen. Was heißt das für die Arbeitsweise dieses Parlaments oder auch der Verwaltung? Ja. Das hat mich schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das so schockiert oder ob das mich amüsiert hat, also irgendwo dazwischen muss es gewesen sein. Mhm. Da rede ich heute noch von. Ich brauche ein Faxgerät, um arbeiten zu können. Ist aber auch die klassische Faxantwort bei Einladung liegt immer noch dabei. Ja. Und man bekommt sie auch noch. Ja, ja. Also, nur auf der anderen Seite sprechen wir über Digitalisierung, Sorgen und Nöte im Arbeitsbereich. Was passiert mit meinem Arbeitsplatz in der Digitalisierung? Mhm. Und das sind so Welten dazwischen gerade, die sich da aufgetan haben 2013. Das war so mein Erlebnis, wo ich dachte, okay, hier gibt es eine Menge zu tun. Schockmoment Bundestag, ein Faxgerät. Ja, genau. Wie sind Sie generell zur Politik gekommen? Wow, generell, das war 1994, bin ich in die Partei eingetreten. Das waren Landtagswahlen in Niedersachsen. Und zu der Zeit habe ich in Oldenburg gelebt und da in meinem Kiez war eine hohe Jugendkriminalität. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich bin durch die Kirche sozialisiert worden, war stark in der Kirche engagiert und da ist man aber nicht gegen angekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn Kirche das nicht schafft, was können wir machen, um zumindest in diesem Kiez etwas dagegen zu tun? Und dann waren ja diese Landtagswahlen und dann standen ja immer die Schirmchen vor den ganzen Einkaufsläden und dann bin ich zu jeder einzelnen Partei und habe meine Sorgen und Nöte vorgebracht und gesagt, was würden Sie tun? Also zumindest ist es das, was ich noch erinnere. Meine Mutter sagte, ja, die Fragen sind an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen peinlich für sie gewesen, aber was sie toll fand, ist einfach, dass ich da hingegangen bin mit meinen Problemen. Ja. Und dann gab es tatsächlich von den Sozialdemokraten jemand, der so stark intensiv darauf eingegangen ist und mich ernst genommen hat und auf Augenhöhe mir begegnet ist, dass ich gesagt habe, da in diese Partei will ich eintreten. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich was getan und es ist tatsächlich uns gelungen, auch diese Jugendkriminalität vor Ort in Schach zu bekommen. Und von daher habe ich gedacht, wenn Politik das kann, dann kann Politik noch mehr. Und dann bin ich da geblieben. Also in der Partei geblieben. Mhm. Ja. Ist es auch, was Sie antreibt, dann zu sehen, dass man doch Dinge verändern kann? Weil auf der anderen Seite sagen ja auch viele, das sind dicke Bretter, die man bohren muss und auch im Bundestag brauchen kleinere Veränderungen sehr viel Zeit, muss man ja auch sich immer wieder motivieren, um dabei zu bleiben und nicht zu sagen, ist doch egal, ob ich was mache oder nicht, es verändert sich sowieso nur sehr zäh und langsam. Also es gibt zwei Dinge. Mahatma Gandhi zum Beispiel, der mich hat einmal gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschest für die Welt. Und das ist so mein Leitsatz, seitdem ich diesen Satz kenne. Mhm. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sage ich mir, ich kann auf der Couch sitzen und rumpöbeln und sagen, ändert sich ja eh nichts und das ist alles doof und ich finde die Entscheidungen nicht gut. Mhm. Und dann lehne ich mich entspannt zurück und sage, ja, aber das müssen die ja machen. Oder ich stehe auf und sage so, und jetzt bin ich aktiv und mische mich ein und gehe los und sag was. Und das sind so die beiden Punkte, wo ich sage, das ist mein Motor, das ist meine Motorin. Also ich habe zwei Motoren sozusagen. War dann auch klar, nach der ersten Legislaturperiode, dass Sie, wenn die Wählerinnen und Wähler entscheiden, Sie auch gerne weitermachen wollen? Oder haben Sie überlegt, ob es noch eine Alternative zum Bundestag gibt? Na, ich habe ja einen Job. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ständig Politik machen wollte und das Ziel war, ich will in den Bundestag. Mhm. Das war in meiner Lebensplanung gar nicht vorgesehen. Ja. Und als dann das Ende nahte, gibt es ja tatsächlich bei mir auch eine Familie und dann gibt es erstmal einen Familienrat. Aber für mich war klar, ich mache weiter, wenn mein Mann und meine Familie nichts dagegen haben und wenn die Wähler dann auch sagen, dass ich weitermachen darf. Und am Ende hat es dann auch geklappt, weil die ersten 4 Jahre sind so Lehrjahre für mich gewesen. Das war wirklich, wie ist der Ablauf, worauf muss ich achten, auf was kann ich verzichten. Es ist ja viel, was auf einen eindringt, sondern einprasselt, ehrlich gesagt. Ob es die Themen sind, ob es die Menschen sind, ob es Hierarchien sind, ob es das Miteinander ist, das ist ja alles neu, komplett neu. Und jetzt weiß ich, wie es läuft, das ist das eine, aber ich weiß auch, wie man sich fokussieren muss oder wie ich mich fokussieren muss, um die Themen auch wirklich voranzubringen. Und deswegen sage ich, jetzt ist so die Zeit des Umsetzens, des Gestaltens. Sind Sie dadurch auch gelassener? Ja, sehr viel gelassener. So, dass man schon manches weiß eben, wie die Dinge laufen und wo was stattfindet. Und ja, das ist die Gelassenheit dabei, dass ich weiß, wo was stattfindet, klar. Und auch wenn jetzt Entscheidungen kommen, weiß ich, es ist keine Entscheidung, die jetzt sofort in Stein gemeißelt ist, sondern da gibt es immer noch Möglichkeiten, sie zu verändern, nochmal einzuwirken. Und es lohnt sich zu kämpfen, bis wirklich die zweite, dritte Lesung bei Gesetzen zum Beispiel ist. Und das macht mich an der einen oder anderen Stelle wirklich gelassener. Es macht mich auch gelassener im Umgang
mit Konflikten, die ja auch auftreten zwischenmenschlich, dass auch da gelernt, also da ich da sowieso aus dem Projektmanagement komme und aus dem Konfliktmanagement, weiß ich natürlich aufeinander zugehen, miteinander reden und, und dann kann man gemeinsam auch den Weg weitergehen. Durchaus hilfreich manchmal. Ja, absolut. Und deshalb ja gelassen. Mhm. Erinnern Sie sich noch, kleiner Themensprung, an das erste Konzert, auf dem Sie waren? Ja, das war pur mit Abenteuerland. Ah, ja. Sind wir auch jetzt, glaube im Oktober wieder in der Mercedes-Benz-Arena sogar auch. Das stimmt, okay. Ja. Aber das war mein allererstes Konzert. Das war sehr in Oldenburg dann? Ja, oder? Okay. Das war in Oldenburg. Und die erste? Wussten Sie das? Nee, gemutmaßt. Und die erste CD, die Sie gekauft haben? Es war eine LP. Das war AC/DC. Also den Titel weiß ich nicht, ich kenne nur noch diese Platte, diese AC/DC-Platte und ich habe sie meiner Mutter gezeigt und meine Mutter sagt, was ist das denn? Kind, ja. Ja, weil ich mit der Ballett gemacht habe und ich komme mit einer AC/DC, das war echt so total auseinander. Okay, jetzt dann politisch wieder nach vorne geblickt. Das sind aber auch echt Sprünge, ja? Ja, das ist so ein bisschen, bei anderen ist der Werbeblock und bei uns ist das der GEMA-Musikblock. Ah, okay. Und wir testen natürlich dann auch, wie flexibel man sich auf die unterschiedlichen Themen einlassen kann. Ja. Genau. Welche Schwerpunkte, oder Sie sind im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Genau, muss ich immer auch gedanklich, wie ist die richtige Reihenfolge. Wollten Sie da immer hin? In dem Bereich auch tätig sein dann? Ja, also ich hatte auf meiner Wunschliste Arbeit, Soziales und oder Familienausschuss. Okay. Mhm. Und Familienausschuss ist es geworden und Arbeit und Soziales in der Stellvertretung damals. Mhm. Und das war schon immer, also das war, wo ich gesagt habe, da kann ich mich einbringen. Ich habe Ahnung von Familie, ich bin Arbeit, ich bin Frau, also ich bin Arbeit, ne? Ich arbeite als Frau, berufstätige Frau und Mutter. Und die Konflikte tragen wir ja auch in diesem Ausschuss mit aus. Und da dachte ich, da kann ich mich gut einbringen, weil es geht ja darum, irgendwie, weiß ich nicht, von der Basis zu berichten, wie es ist. Mhm. Ja, wenn ich irgendwie 20 Jahre hier im Bundestag sitze und über Frauen und Berufstätigkeit oder Kita-Konflikte oder, weiß ich nicht, pflegende Eltern, also ist es eine andere Sache, als wenn ich gerade neu reingekommen bin und sehe, zu Hause fällt gerade alles zusammen, weil die Oma einen Schlaganfall hatte und der Opa kann das nicht regeln. Mhm. So, ja. Das sind schon, ich glaube, die Welt hat sich in 20 Jahren ein bisschen verändert. Mhm. Und die Gesellschaft auch. Oh ja. Aber trotzdem auch noch Veränderungsbedarf weiterhin vorhanden. Gibt es konkrete Punkte, bei denen Sie gerne einen Haken ransetzen würden zum Ende der Legislaturperiode oder die Sie zumindest anstoßen würden, um einen Haken ranmachen zu können? Ja, also meine großen Themen für mich persönlich, meine großen Themen sind einmal Gewalt gegen Frauen. Also das ist das Thema, was wir einfach immer weniger beachtet haben in der Vergangenheit. Das müssen wir einfach rausholen und auch gesellschaftspolitisch diskutieren. Stark eben auch Frauenhäuser, die es ja schon ewig gibt, aber auch diese müssen sich verändern, weil wir auch eine importierte Gewalt haben. Das ist ein Thema, für mich ist das Thema Pflege sowieso ohne Ende das Schwerpunktthema dieser Zeit, weil wir da keine Antworten haben auf das, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht erst seit gestern, dass wir eine älter werdende Gesellschaft haben. Das habe ich noch in der siebten, achten Klasse des Gymnasiums gehabt. Das ist ja schon alles, ja. Ja, ich meine, so, und wir tun immer so, als ob das ganz überraschend gekommen ist und da haben wir keine Antworten drauf. Das ist so, wie es jetzt nach 4 Jahren in dieser Koalition aussieht, weiß ich nicht, aber ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine Richtung oder eine Idee haben, wo es hinführen soll, darüber hinaus. Und das dritte Thema ist alles, was mit bürgerschaftlichem Engagement zu tun hat. Wir brauchen einfach, wir können nicht immer nur sagen, bürgerschaftliches Engagement ist so wichtig und Ehrenamt ist wichtig und dies brauchen wir, sondern wir müssen auch echt was tun dafür und zeigen, nicht nur Worthülsen schmettern, das können Politiker super gut, sondern ich kämpfe dafür, dass wir diese Engagementstiftung endlich auf die Bahn bekommen und ich kämpfe auch dafür, dass wir Programme im Haushalt verankern, die dafür sorgen, dass ganz unkompliziert Gelder abgerufen werden können, um Projekte zu fördern. Okay. Also hier wäre das Stichwort jetzt Menschen für Menschen. Das sind so meine drei Top-Themen so für dieses Jahr. Ein bisschen Zeit zum Abarbeiten. Ja. Vielen Dank. Läuferisch gesehen waren das die besten 400 Meter, weil wir sind mal um die Ecke gegangen und haben jetzt hier ein Päuschen gemacht. Aber ich glaube, inzwischen könnte man auch weitergehen, aber man muss ja nichts provozieren. Letzte Frage. Man muss seine Gesundheit ja nicht aufs Spiel setzen. Auch das nicht, dass wir über die Brücke geworfen werden. Wo geht's jetzt hin? Ich habe jetzt tatsächlich ein Gespräch mit einem Experten zum Thema Gemeinnützigkeitsrecht, weil wir das modernisieren wollen und müssen.
um Sicherheit zu schaffen. Und da bin ich jetzt gleich im Büro mit einem Menschen verabredet und freue mich auf das Gespräch, weil er wirklich sehr penetrant uns immer wieder auf das hinweist, was wir ändern müssen. Das ist gut so. Dankeschön.